Und wieder mal ein Länderspiel an den Kommentatorenmikrofonen Mani Beugmann und Frank Buschmann. Sogar die Ernährungslage ist hier super. Also es stimmt alles. Lass mich mal eben wieder in die Bratwurst beißen. Sag du doch mal einfach was. Ja, ich kann dazu nur sagen, ich freue mich unglaublich auf dieses Spiel und wir haben fantastische Plätze hier oben. Und das macht er richtig gut. Das Spiel ist unterbrochen. Es war Hand. Aguilar. Jetzt könnte es gefährlich werden. Schöner Pass. Achtung, jetzt. Gehalten, aber noch heiß. Yepes. Sieht fast aus wie eine Blutgrätsche. Er spielt den Ball auf die Außenposition. Auf und davon sind sie auf der Außenbahn und verlieren sofort wieder den Ball. Luis Gustavo. So sieht das der Trainer gern. Klasse Zuspiel. Gutes Stellungsspiel auch in dieser Situation. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Aguilar. Da freut sich der Trainer. Ein sehr schöner Pass. Ein Schuss und... Ja, das könnte was werden. Ein Pass, sofort abgezogen und der Schiedsrichterassistent entscheidet auf Abseits, ob das die richtige Entscheidung war. So, und es wird sehr, sehr oft gemeckert über Schiedsrichter. Hier alles wunderbar, korrekte Entscheidung, Abseits. Gut abgefangen hat er da den Ball. Sanchez. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Das sieht gut aus. Und irgendwie hat er die Fingerspitzen noch an den Ball gebracht. Der Schiedsrichter entscheidet sofort auf Eckball. Ecke ausgeführt und sofort wieder der Gegner am Ball. So muss man sich als Abwehrspieler verhalten. Ja, so kann es weitergehen. Sanchez. Und da grätscht in den Gegner hinein. Kann er sich den Ball holen? Das war zu ungenau. Davon hat der Verteidiger sofort profitiert. Sicher in der Ballbehandlung. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Ein wunderschönes Zuspiel. Die Abwehr ist ganz konzentriert, keine Gefahr. Logisch, das muss Eckball geben. Ja, das war wichtig, wie er da hingegangen ist, wie er diese Situation bereinigt hat. Das ist schon klasse, wie der Verteidiger da hinten steht. Jetzt sind die anderen alle vorne. Chance für einen Konter. Schön, er kriegt hier Unterstützung. Das ist es! Sanchez. Luis Gustavo. Das ist die Möglichkeit. Jetzt ein Konter. Das war eine schöne Idee, der Steilpass, aber es hat nicht funktioniert. Blindes Verständnis hier. Aguilar.
Und jetzt starten sie ihren Konter. Ein Traumpass. Naja, da sagt der Abwehr. Toll, wie er das macht. Und Eckball. Können die da was draus machen? Stark gemacht. Eine schlechte Flanke. Und die Aktion hat einen Eckball zur Folge. Versucht's per Kopf. Er trifft den Pfosten. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Die Chance. Wunderbar herausgespielt. Ja, normalerweise wirkt das souveräner, aber die Hauptsache ist, der Ball ist weg. Und Eckball gibt's. Das haben wir durchaus schon souveräner gesehen, aber der Ball... Jetzt schießt er und... Tor! Und jetzt haben wir doch noch ein Tor gesehen in der ersten Halbzeit. Für Brasil. Ja, und das Ganze unmittelbar vor der Halbzeitpause. Dieser Treffer für die Brasilianer. Und klasse gemacht. Ah, das ist wunderbar gemacht. Und der ist absolut unhaltbar. Perfekt ins Eck. Wunderbarer Schuss. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Mein lieber Mann, war das ein Trick. Und der kommt... Achtung! Auf der Linie hat er ohnehin seine Stärken. Den hat er super rausgeholt. Ja, der Ball war schon im Tor aus, das muss Eckball geben. Vorsicht, Kopfball! 1:0 zur Pause, knappe Führung, alles noch sehr, sehr wackelig. Dieses späte Tor, das war wirklich Gift für den Gegner. Ja, also das ist, naja, man soll ja vorsichtig sein mit Vorentscheidung, aber das ist natürlich schon ein leichter Hinweis, in welche Richtung das hier laufen wird. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Oh, war das eng! Der Schiedsrichterassistent zeigt an, Eckball wird es geben. Das kann passieren, es war eine schöne Ecke, aber dann Ballbesitz für den Gegner. Und der Abwehrspieler bereinigt die Situation allerdings auf Kosten eines Einwurfs. Und Achtung, genau hingeschaut. Guter Angriff, aber nur im Ansatz. Der Gegner ist bereits wieder da. Pass in den Strafraum, gut abgefangen. Sanchez. So sieht ein Pass aus. Und das macht er richtig gut. Die Situation wurde geklärt. So zerstört man das Angriffsspiel des Gegners. Oh, da zittert die Latte, mein lieber Mann. Genau auf den Keeper. So, jetzt wird gleich gewechselt bei den Hausherren. Da freut sich der Trainer. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Ein sehr schöner Pass. Die Abwehr steht goldrichtig. Gut gemacht vom Keeper, gut mitgespielt. Sanchez. Das sieht gut aus. Das muss es sein. Nimmt ihn mit dem Kopf. Jetzt ist hier Spannung drin. Jetzt ist alles wieder offen.
Und da macht er ein weiteres seiner Kopfballtore. Der ist aus dieser Mannschaft nicht mehr wegzudenken. Aber an dieser Stelle sei es erwähnt, Manni, natürlich wunderbar herausgespielt, die ganze Geschichte. Und wenn du so einen kopfballstarken Mann hast, dann musst du es nutzen. Jetzt beeilt euch mal. Und damit ist der Konter erstmal gestoppt. Dani Alves. Und da ist er gut dazwischen gegangen und hat den Angriff unterbunden. Ja, so kann es weitergehen. Das ist die Möglichkeit für einen Konter. Toller Pass. Ja! Aguilar. Schöner Pass. Oh! Diese Geste ist eindeutig. Der Schiedsrichter gibt Elfmeter. Zeitgleich wollen die beiden Trainer noch mal neue Leute in die Partie bringen. Kalt wie eine Hundeschnauze, super! Gute Nerven. Jetzt müssen sie es aber wissen, dass der Mann gefährlich ist. Jetzt hat er schon zwei Tore gemacht. Bei der nächsten Spielunterbrechung wird das Heimteam wechseln. Jetzt dürfen sie ziemlich nah am gegnerischen Tor einwerfen. Was soll der Trainer machen? Er ist jetzt gefragt, er bringt noch mal einen frischen Mann. Sie müssen hier was unternehmen, wenn sie nicht verlieren wollen. Und vielleicht, so sagte sich der Coach, klappt's mit einem frischen Spieler. Das hat er stark gemacht. Schuss und gehalten, aber noch heiß. Und jetzt. Das hätte der Ausgleich sein müssen. Beste Chance bis hierhin und dann sowas. Der Trainer bringt noch mal einen frischen Spieler. Er kann eigentlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft geleistet hat, aber er wechselt noch mal aus. Yepes. Jetzt greift er ihn an. Der geht ins Aus, ins Tor aus, keine Gefahr, nur Abstoß. Thiago Silva. Sicher in der Ballbehandlung. So, jetzt ist die Abwehr zur Stelle. Ganz sichere Ballbehandlung. Auch die Pässe kommen wie am Schnürchen. Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, steht wohl ein Wechsel bei den Gästen an. Ein wunderschönes Zuspiel. Jetzt könnte es gefährlich werden. Wird angeschossen und der Ball trudelt ins Aus. Eigentlich kann der Trainer ja zufrieden sein, aber vielleicht hilft der neue Mann jetzt dabei, die Führung zu verteidigen. Stark gemacht. Die Möglichkeit. Die Abwehr steht sicher, fängt die Flanke ab.
Der Keeper bedankt sich bei seinen Verteidigerkollegen. Das kann er auch machen. Ein ganz starker Einsatz hier. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Es wird wohl gewechselt bei der Heimmannschaft. Sie müssen nur die nächste Spielpause abwarten. Der Trainer signalisiert, ich will auswechseln. Es steht auch schon einer parat. Marcelo. Ja, der Pass kommt an. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Ganz sicher. Dani Alves. Und es gibt sie doch noch, die letzte Chance, um zum Ausgleich zu kommen. Der könnte passen. Und wieder gehalten. Der Mann ist in einer fantastischen Form. Und es entwickelt sich. Toll, wie er das macht. Und? Ja, wie viele Chancen brauchen sie denn noch? Aber sie wollen den Ausgleich. Ja, der Wille ist zu spüren und man merkt, sie brauchen das Tor. Und das war ganz, ganz knapp. Ab unter die Dusche und dann vor die Kameras. Das Spiel ist vorbei. Der Schiedsrichter hat es abgepfiffen.